Hallo zusammen, ich begrüße euch zum 25. Part von Let's Play Pokémon Schwarz auf Schweizerdeutsch. Im letzten Part habe ich ja VM4 Stärke und VM5 Klasse Kade geholt. Jetzt werde ich Don Arash Trainer besiegen und TM24 Donnerblitz holen. Die ist sehr stark, werde ich dann im Aragog beibringen. Bringt natürlich eine perfekte Attacke. Und ja, zuerst mit dem Domo Trainer besiegen. Okay, ich tue das Pokémon rasch auswechseln. Wegen solchen Gegner ist Shirokuma nicht so geeignet. Ja. Sieht uns zwar recht viel ab im Aragog, aber dafür wird es mit einem Schlag besiegt sein. Ja. Es flammt Flampivian. Da müssen wir natürlich wieder wechseln, sonst kommt es nicht gut raus. Gegen Feuer haben wir eigentlich nur ein gutes Pokémon. Nämlich der Froggy, dafür ist der extrem gut geeignet. Und ja, der hat einfach einen sehr guten Angriff. Ja, ihr seht, es zieht sehr viel ab. Dafür wird er wahrscheinlich kein Surfer überleben. Ja, ich bin besiegt. Froggy hat fast Level 42 erreicht. Da gegen Swiggy, Kita, Toni, Peter, Shirokuma rein. Ist ja da Pflanzen auf, da ist Eis natürlich gut. Ist zwar schneller als wir, nehme ich an. Ja, aber dafür sollte es nicht allzu viel Schaden machen. Dreimal getroffen, gut. Bis zum Hagel und ist besiegt. So, Shirokuma erreicht Level 42. Das bedeutet, ich tue sie jetzt mit einem anderen Pokémon auswechseln, um das ein bisschen trainieren. Die anderen sind ja die meisten Level 40. Ist gescheiter, wenn ich die etwas trainiere. Ich tue jetzt mal den Spike, gebe dem auch das Glück sein, damit es mehr Erfahrungspunkte bekommt. Und ja, weiter geht's. Dort unten habe ich jetzt schon ein Item gesehen. Ich weiß zwar nicht, wie wir dort jetzt herkommen. Ist mir im Moment auch nicht so wichtig, muss ich nehmen an, das ist ein wichtiges Item. Du darfst gescheiter mal überlegen, wo das ich durch muss. Nämlich ehrlich gesagt, keine Ahnung. Okay. Und schon geschafft. Da oben ist nämlich das P2 Labor. Ja, wenn ich mich täusche, ist P2 Labor. Und da finden wir auch einen dubios Disk. Die kann man brauchen zum... Ich glaube, es ist da. Entweder zum Porygon 2 entwickeln oder zum Porygon 2 zum Porygon Z entwickeln. Ich glaube zwar, es ist zum Porygon 2 zum Porygon Z entwickeln. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und ja, jetzt soll ich das TM24. Da hinten ist sie auch, da unten links, aber zuerst müssen wir hier den Professor oder was auch immer besiegen. Forscher Idris. Er besitzt ein Epunitas. Typ Gift. Ist eigentlich Schwäche, also Gift ist eigentlich sehr effektiv gegen Pflanzen. Die würde jetzt keine Wirkung gegen Stahl. Also das ist natürlich gut für uns. Vorbei. Okay, komische Fähigkeit. Seine Verteidigung sinkt, dafür steigt seine Initiative.
ist eigentlich für uns positiv. Ja, langt sogar zum Besiegen. Und ja, Spike erreicht Level 41. Das war jetzt ein einfacher Kampf gewesen. Aber noch, ja, gegen Spike ist ja nicht leicht, Kirschi rauchen. Und wir finden hier im 24. Donnerblitz. Die bringe ich natürlich gerade im Aragog bei. Vielleicht kann es auch noch ein anderes Pokémon erlernen, mal schauen. Ja, das Spike könnte es noch erlernen, aber ihm bringe ich es natürlich nicht bei. Er hat viel schlechte Spezialangriffe. Ja, ich kann um Elektronet verlieren. Und ja, jetzt haben wir wirklich einen sehr, sehr guten Donnerangriff. Ich glaube, das ist hier oben eigentlich gewesen. Ich glaube, schon nichts mehr zu erledigen. Ja, dann können wir wieder anfangen. Und wir fliegen mit dem Urus nach Nevaio City. Tun wir erst Pokémon heilen und nachher geht es dann auch schon weiter. Können wir glaube zum Team Plasma gehen. Stehen die Drachensteige rein. Und ja, die ist hier oben. Hier sehen wir auch schon den Eberhard vor der Wart. Ah, okay. Können wir hier Surfer einsetzen? Aber wir kommen nicht rein. In dem Fall wird hier wahrscheinlich der Eingang erst später frei. Ich nehme an, wir müssen in dem Fall zuerst die Arena hier machen. Ja. Entschuldigung, müssen niesen. Ja, also das ist die 7. Arena. Der Trainer hat Pokémon von Typ Eis. Ja, man muss immer auf dem Eis rumglitschen. Ist eigentlich wie sozusagen immer in diesen Arenas. Aber ja, die finde ich eigentlich noch gut gelungen. Wenn man immer so klein muss, da das Zeug verstellen, damit sich da die Holzbögen drehen. Und ja. So, leider setzt der Ausdauer ein, das heisst, ja, er wird den Schlag überleben. Aber ist auch nicht weiter schlimm, weil jetzt sollte er es eigentlich nicht überleben. Doch, überlebt es trotzdem. Komisch, das heisst, er kann das so viel mal einsetzen, wie er will. Außer einmal wird es wahrscheinlich einfach nicht mehr gehen. Aber Eisenstachel besiegen, weil er uns berührt hat. Und ja, als nächstes kommt das Frigometri. Auch Typ Eis. Finde ich wirklich sehr cool. Gute Verteidigung. Oder Spezialverteidigung. Nein, ich glaube es nur Spezialverteidigung. Ja, er kennt wirklich die Stufen. Aber ist recht stark. Hat zwar trotzdem keine grosse Chance gegen das Spike. Okay, daneben gegangen leider. Aber er setzt zum Glück Säurepanzer ein und das heisst, sollte jetzt gerade besiegt sein. Jawohl. So, nach dem Petsnief sollte der Spike auch schon Level 42 sein. Okay, setzt leider wieder Ausdauer ein. Immer das gleich langweilige Spiel. Aber wenn es so wird, mir ist egal. Jetzt stirbt er sowieso, weil er Schlitzer eingesetzt hat. Ja, durch den Eisenstachel.
und das Biker Life Level 42. Ja, jetzt kann ich ihn glaube wieder auswechseln. Ja, du den Rolf an erster Stelle, den mag ich trainieren. Nein, ich will kein Game Spike, ich will sein Glück sein. Und im Rolf gehen. Ja. Ja, er wird hier sehr, sehr einfach haben. Der Kampf ist sehr effektiv, Feuer ist sehr effektiv. Eis ist überhaupt nicht effektiv, also. Ja. Er ist ja recht schnell. So denke ich, jedes Pokémon mit einem Angriff kann er besiegen hier innen. Mir fällt immer gerade kein Sinn, was es überlebt. Außer vielleicht überlebt es hier das Stigometrie. Aber ja, das hat auch. Ja, wir sehen es ja nicht. Ja, es könnte schon sein, wenn es zuerst eine Verteidigung hier tut. Aufpushen. Ja, mal schauen. Ich komme ein bisschen darauf an, wie schön man das trifft. Ja, überlebt es nicht. Und wenn man Pech hat und nur zweimal getroffen hat, hat es trotzdem überlebt. Aber ja, was soll's, er ist besiegt. Das ist das Wichtigste. Und weiter geht's. Hui. Ist doch ein bisschen gefährlich, weil ich will nicht wissen, wie weit man hier runterfällt. Aber ja. Er hat das Pets nie. Okay. Das ist nicht sehr stark. Ich habe erwartet, dass er, wenn er schon ein Pokémon hat und ein Pets nie hat, dass es sich schon entwickelt hat. In dem Fall nicht. Und wieder eine Ausdauer natürlich. Oder was soll das? Wird trotzdem jetzt besiegt in dem Zug. Ja. Okay. Mal so durch, oder den Trainer besiegen. Sie hat auch ein Petsnier. Da wird nachher, glaube ich, noch etwas anderes. Ja. Setzt uns die Nitro-Ladung ein, damit der Rolf schneller wird. Ich bin ja sowieso Ausdauer das Petsnier, wie immer. Dafür wird der Rolf schneller. Und es braucht nochmal Nitro-Ladung. Das heisst, er wird noch schneller. Ja. Und er erreicht Level 41. Ja. Das Pilatruppo, das ist so ein Glassee. Ich glaube, ja, ist die zweite Entwicklung von. Also, ja, die Entwicklung von Gelatini heißt, glaube ich. Das andere. Die Unterentwicklung, das hat er noch entwickelt. Die heißt, glaube ich, Gelatino. Ja. Da wird es einfach. Noch eine zweite Klasse, also so ein Scorni. Und ja, ist schon noch recht stark, ein guter Spezialangriff. Aber ja, den Siberio finde ich eigentlich besser. Okay, das war jetzt ein bisschen fail gewesen. Mal schauen, wo wir da durch können. Ja, so. Da so. 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 So, so, und so, und so. Und. Oi, 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 bin ich gescheit. Super. Ja, kein Vorbild an mir, ne? Ei, ei. So jetzt aber. Ja. Strüber gumpen. Und da hat's noch einen Karate-Trainer. Oder so. Ich frage mich übrigens, wieso hast du Karate-Trainer ausgerechnet?
Dings-Pokémon haben, Eis-Pokémon. Was meiner Meinung nach nicht so, die sollten einen Kampf-Pokémon haben. Haben sie normalerweise auch. In dieser Arena nicht. Ja. Der Rolf ist zum Glück schneller. Auch recht schwer, nehme ich an, durch den Sprungstempel sicher gut. Und ja, nach dem Gelato-Propo wird der Rolf ziemlich sicher Level 42 sein. Das heisst, nachher werde ich wahrscheinlich den Horus ein bisschen einsetzen. Er hat ja Lichtkanone erlebt, das ist sehr effektiv. Ja. So, Level 42 der Rolf. Jetzt sehen wir, sind super trainiert, weil die anderen, wenn sie nur ein Pokémon haben, sind sie Level 37. Bei uns ist, ja, zwei sind Level 2, drei sind Level 42, eins Level 40, eins Level 41 und eins Level 43. Also, ja. Wirklich keine Chance. Ihr müsst natürlich nicht so gut trainiert sein, wenn ihr selber spielt. Ich habe das jetzt einfach gemacht, weil ich nicht mehr an nicht sehe, wie ich noch irgendwie sterben oder so. Weil ich nicht ganz so gut trainiert bin. Und ja. Hier nochmal ein Karate trennen. Nachher sollte es glaube ich langsam, aber sicher zum Leiter gehen. Und ja. Wieder mal ein Shellatropo. Nachher wahrscheinlich nochmal eins. Aber ja, der Horus ist sicher schneller und sollte mit einer Lichtkanone das locker erledigen können. Zwar kein Stab-Angriff, aber ja. Ah, leider nicht ganz. Fast, aber nicht ganz. Schade, aber ja. Ah, jetzt erlebt er, glaube ich, den Horus. Entweder Luftschnitt oder Psychokinese. Ja, Luftschnitt. Das ist gut. Ist recht stark. Stärke von 75. Windschnitt hätte ich noch eine von 55 gehabt. Ja. Als nächstes Petsnief. Dort sollte jetzt also eine Lichtkanone locker länger. Außer der setzt Ausdauer ein vorher. Macht er nicht zum Glück. Und ja, er ist besiegt. Schwarzgurt brennen. So, jetzt muss ich da rechts auf der Schalter drehen, ja genau. Jetzt da unten drauf, dann da. Und jetzt. Nein, nicht da. Okay, wieder mal ein bisschen gefehlt. Ich habe zwar eine Idee. Da wieder rauf. Okay, doch keine Idee. Oder doch so, so. So, so und so. Oh, wir sind beim Arena-Leiter. ja. Sieht ein bisschen komisch aus, der Sandro. Ja, wie sehr komisch. Vor allem, dass der nicht gekauft hat, da wundert mich. Auch bei seinen Karate-Leuten wundert mich an. Aber ja, der ist ein Shellatropo. Der Lichtkanone lag wahrscheinlich nicht ganz. Aber ja. Solange er keine Einstrahl einsetzt, sollte das kein Problem sein. Ja, Säurepanzer, das ist gut. Setzt er wahrscheinlich Hypertrank ein. Ich setze jetzt Psystrahl ein, weil es mich wundert, wie das der abzieht. Ja, jetzt ist der Hypertrank ein. Und er hat Lichtkanone, jetzt sieht schon recht viel mehr an. Zwar auch klar, weil es sehr effektiv ist, aber trotzdem. Sibirio, da tun ich jetzt auswechseln, weil. Ja, das ist recht stark. Ich tu mal das Spike einsetzen. Spike.
ist zwar nicht mehr ganz volle Leben. Ja. Mal schauen. So denke ich schon lange. Außerdem hat sehr recht durch Angeberei, dass ich mich immer selber verletze. Aber wenn ich jetzt angreife, so sehr viel abziehen. Gut. Ja, das reicht sogar fast zum Besiegen. Das Sandro ist jetzt übertranky. Ist nicht mehr verwirrt. Jetzt haben wir aber mega Glück. Und der Angriff steigt, das heisst, er kann mir also wieder Hypertrank einsetzen. Das bringt ihm nichts. Ja. Okay, der Spike hat das Log geschafft, oder Siberio. Das ist ein ganz guter Kampf. Das Frigometri, ich setze wieder mal wieder Horus ein. Weil wenn er gönnt, erreicht er Level 42. Wenn nicht, gönnt er verliert er halt. Ist auch nicht so schlimm. Eigentlich sollte er schon nach zwei Lichtkanonen besiegt sein. Da hat er auch die Frage, was er einsetzt. Am liebsten, wenn man so einen Säurepanzer einsetzt. Gelangt doch nicht ganz. Ja, setzt leider auch Aurora-Strahlung, das wird sehr viel abziehen. Ja. Das heisst, wenn er da jetzt nochmal einsetzt, dann ist der Horus besiegt. Für wenn nicht, ist er nachher besiegt. Also. Ja, setzt leider auch Aurora-Strahlung. Horus ist besiegt. Aber er hat trotzdem eine sehr gute Arbeit geleistet, für das er im Typ noch Teil ist. Und ja, immer noch der Froggy, der den Rest macht. Sein Blutstrahl. Und ja, der 7. Arena-Leiter ist auch schon besiegt. Ist überhaupt kein Problem gewesen. Ja, wir bekommen die 7. Orde, es ist gerade nicht mehr, wie er heisst, Lassi Orde, keine Ahnung, habe nicht gelesen. Und es fehlt nur noch ein einziger Zapforde. Und noch die TM-79 Eises Orde. Ah, das ist der Angriff. Er ist zwar nicht so stark, und hat nicht so eine hohe Genauigkeit dafür, wenn man trifft, hat man hundertprozentig einen Volltreffer. Ja. Typ 1 natürlich, ich glaube Stärke 40. Aber übrigens im Siberio nicht bei. Er hat gewusst, dass die da sind. So sie kläre ich natürlich nicht auf, wenn er das will. Und ja, jetzt müssen wir zu den Drachensteigen gehen. Der Sharon geht auch schon mit dem Sandro. Weil wahrscheinlich nicht. Ist ja nicht wirklich stark. Aber ja. Motorrad geht Pokémon heilen noch. Und ja, das war es mit dem Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen und tschüss.